Überbackene Kartoffel. Sehr gut. Optisch katastrophal. Nicht 100% gelungen von der Optik her. Aber schmeckt super. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt im Video. Ja, was kommt in unsere gebackene Kartoffel? Natürlich brauchen wir Kartoffeln. Das sind die Hauptdarsteller. Und da haben wir ganz große Kartoffeln, die kriegt man im Handel ganz selten. Ich kaufe die nämlich direkt bei dem Bauern an, der die Kartoffeln anpflanzt. Und da habe ich witzigerweise letzte Woche was erlebt. Da kam ein Kartoffelhändler und so von 30, 40 länger Kilometer her. Und da habe ich den gefragt, warum kaufen Sie denn hier Kartoffeln? Die kam so ins Gespräch, war sehr interessant, hat er mir von den Sorgen und Nöten der Bauern geschildert. Dann sagt er, ja, ich komme extra hierher, so weit gefahren, weil die Qualität richtig gut ist. Und da habe ich mich natürlich als Laie bestätigt gefühlt, dass ich die richtige Wahl getroffen habe mit dem Kartoffelbauer. Ja, und hier seht ihr die Kartoffeln. Die sind noch ungewaschen, die werden wir noch waschen. Ganz liebevoll und zärtlich. Hier haben wir Butter benötigen wir. Hier haben wir Schinkenspeck. Dann haben wir Petersilie. Hier haben wir Cheddar-Käse, dieses Scheiblettenkäse, schon ein bisschen klein gemacht. Schön Zwiebeln. Dann haben wir Frischkäse. Und dann haben wir noch Butterkäse. Und dann haben wir noch ein bisschen Salz. Ja, also es ist etwas käselastig und mal sehen, ob uns der Käse gelingt. So, wir heizen heute wieder mit der Kraft der Natur aus dem Wald frisch geschlagenes Holz. Da haben wir sie. Ist sie schön heiß. So, jetzt kommt die Butter rein. Also eben ist mir eine Kartoffel schon total zerbrochen. Wir haben empfindliche Kartoffeln. Die zerbricht auch ein bisschen. Und es ist richtig schön heiß. Aber wir brauchen die Hitze, damit der Käse und die Butter schmilzt. Ist etwas verunglückt. Aber das ist halt das erste Mal. Und da seid ihr mit dabei. Bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein paar Zwiebeln. Und zum Schluss nochmal vom Käse. Kommt dann zur Deko zum Schluss, wenn es aus dem Backofen kommt, kommt die Petersilie. Hier seht ihr gleich den ersten Versuch, der ist total missglückt. Aber so ist das, wenn man was Neues ausprobiert. Wer nichts Neues ausprobiert, wird auch nicht schlauer. Mal sehen, wie es aussieht. Schmeckt schon gut, wenn es aus dem Ofen kommt. So, letzter Versuch erstmal. Ist das heiß?
So, nochmal die Butter. Noch ein bisschen Butter. Schön Schinken, Speck. Also die Bestandteile schmecken lecker, die habe ich schon probiert. Aber leider ist die Komposition noch nicht gelungen. So. Noch ein bisschen Speck. Ja, also gut sieht's aus. Die Bestandteile schmecken auch lecker. Also das sieht doch schon gut aus. Also total missglückt ist es nicht. In der Optik her noch verbesserungswürdig. Jetzt testen wir den Geschmack. Also, ich finde, sieht gut aus. Es ist eher Van Gogh als Rembrandt, muss ich zugeben. Aber ich finde, es ist gut. Also dafür das erste Mal habe, finde ich es jetzt nicht schlecht. Jetzt werden wir das mal aufschneiden. Also, ich finde, es sieht gut aus.